Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren spannenden Folge von Kombi Testet an. Heute Last Faith, die Beta vom August 2023. Nur für 18-Jährige und drüber. Starten wir mal, gucken wir mal. Dodgen, springen, Hauptaktion, nee, der Hauptangriff, Hauptaktion, zweiter Angriff halten, Item nutzen. Ich und Items nutzen. Lol. Wir werden wohl im Hauptspiel den Brawler, einen Rogue, einen Stargazer und einen Marksman haben. Okay, zeig mal an. Okay, der Brawler ist also der höchstwahrscheinlich, mit dem ich spielen würde. Hauptsache, ich kann draufhauen. Das macht mich schon immer froh und glücklich. Und dann gucken wir mal. Komm, ihr testet an, mal wieder hier mit 30 Minuten Gameplay. Noch ist die Beta draußen zum Spielen. Ihr könnt euch da gerne noch selbst mit beschäftigen. Okay, wir haben einen interessanten Sliden. Angriff, okay. Das ist mein Zweitangriff, von dem ich Pistolenmunition nutze, was ich vorher hätte bemerken sollen. Demioxidkugeln, okay, gut. Erste große Frage, die sich mir fast schon direkt stellt, wo ich das hier sehe, gibt es Fallschaden. Ne? Hi. Something catches your eye. Ah, bist ein Händler? Players who have no interest to me. Pity. Surely you require an instrument to protect yourself. This place is an unforgiving one. My darling daughter was not so fortunate. She was taken inside that place. My heart is weighed down with my grief. Nevertheless, it is a heart that would surely be lightened with a purchase. Regret is not something you will feel. What is your daughter's fate to be? It is a heavy price, but one demanded by the church. A church with prejudice against its own congregation, sucking the hope out of us all. She is in the chains of these wretched people. I must resign myself to a fate of a hunt, an all-consuming pursuit of those who hold her. I must. Your purchase will be gratefully received and will return a mere fraction of the warmth to my heart. So, what say you? But be quick, my time is limited, and I must relinquish my daughter from the hell she's in. Naja, ich habe, glaube ich zumindest, kein Geld, also nö. Aber schön, dass dieser, also zum einen Voice Acting, schon mal immer sehr gut, gern gesehen. Aha. Sehr schön. Fühlt sich infizierter Wanderer, mein erster Gegner, mein erstes Opfer. Welcher Punkt? Ah, und da, das sehe ich ja gerne, ist wie. Naja, ich, also vom Stil her würde ich es gerade, ohne das damit niedermachen zu wollen. Das erinnert mich sehr an Blasphemous. Und wie ihr wisst, ich finde Blasphemous super. Teil 2 ist übrigens draußen. Teil 2 ist gekauft. Also finde ich schon mal ganz gut. Da ist irgendwas unter dem Monument, aber es ist so schwer, was zu bewegen. Das Monument hat einen Ring eingraviert. Okay. Plus natürlich, es ist ein Metroidvania. Ein Genre, was ich sehr gerne sehe. Aufzug, Aufzug, kein Aufzug, kein Aufzug, kein Aufzug. Aufzug. Haha. Eigentlich ein Aufzug. Ah, obwohl, wer weiß.
Dann ist gar nichts da. Ich fände es natürlich ein bisschen schöner, wenn das Springen auf Leitern schneller gehen würde, weil ich bin ein ungeduldiger kleiner Fratz. Ah, ich kann mich festhalten, gut. Der wehrte sich tatsächlich. Muss schon sein, da komme ich. Ist das ein kleines Mörderkind? Au. Gesichtsloser. Ja. Gut. Ich mag ja das komische, ich verdunste Geräusch irgendwie. Sehr unterhaltsam. Ja. Das ist eine eingeklappte Leiter, in der Tat. Schön, dass wir darüber geredet haben. Aua. Aua, aua, aua. Grabhund, Grab. Grabgräber? Ist hier nichts? Ist nichts. Okay. Na gut. Ich kann da nicht. Okay. Heilinjektion, wunderschön. Das brauche ich so langsam. Was war das? Der Knopf, ne? Kunstobjekte, Igittigit. Also Vasen und Stühle und all das Zeug, was man nicht haben will. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt gut oder schlecht war, aber wir haben es. Wo? Ein Code One Shielder. Okay. Aha. Also, womit ich noch nicht ganz klar komme, damit das mal gesagt wurde, ist, Gegner können durch mich durchrennen. Oder beziehungsweise rennen, das ist ein Angriff, da kann ich nicht durchrollen, aber durch Gegner durchrollen als solches kann ich. Ich würde halt sagen, das gefällt mir noch nicht so ganz, aber... Das hier gefällt mir. Zu sehen, wie so ein Gegner da einfach gegen die Wand läuft. Das ist sehr schön. Kann ich doch bestimmt mehrfach ausnutzen. Also könnte ich, wenn ich ausweichen würde. Sicherheitshalber. Bin ich so schlecht. Sicherheitshalber eine Pause genommen. Ah. Irgendwas sagt er, aber... Jetzt ist es zu spät. Infektion gereinigt. Okay. Bist du nett? No. Watch out, no. Oh crap. Bemerke, bin fast tot. Whoa. Jesus. Take the wheel, mein Freund. Das war knapp. Das war nicht unbedingt das, was ich drücken wollte, aber ist egal. Jetzt bin ich wieder beim Anfang, ne? Da waren aber noch mehr Wege da oben. Gucken wir mal, was wir noch so finden. Ich meine, ich bin per se schon mal direkt froh, dass wir wenigstens einen Boss gesehen haben.
Obwohl man jetzt nicht argumentieren kann, dass das ein sehr schwerer Boss war, aber es war ein Boss. Achso, übrigens, Menü. Genau. Achso. Edelspalter, Nachtflugpistole. Etwas Fokus wiederherstellen, Stigma. Wird verwendet, um eingehende Angriffe zu unterbrechen. Okay. Das ist irgendwas, was ich können müsste? Halten. Ich kämpfe mal eine Zeit lang mit der Axt. Ich meine, haben wir noch nicht den Oh, okay, du bist. Stellt also immer wieder Fokus her, nehme ich an. Oder ist das ein Checkpoint oder? Also irgendeiner von denen war gerade so, ja, ich werde dich finden, aber ob das der war, weiß ich nicht. Ein verrotteter Kalter. Ah. Ah, okay, ich kann den Angriffsknopf mit drückhalten, interessant. Ich das mit dem Schwert auch? Kann ich. Okay, cool, 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 cool. Etwas hat sich verändert. Ah. Etwas hat sich verändert. Was dieses etwas ist, werden sie mir aber nicht sagen, ne? Ja, ich. Ich würde ja zu dir kommen, aber dafür bräuchte ich was? Einen Enterhaken? Mein Zelda-LP lässt grüßen, du brauchst einen Enterhaken, um fortzufahren. Ist das ein ätzender Gegner? Doch ja, also. So der erste Gegner, den ich jetzt gefunden habe. Ah, das hier könnte das sein, was sich verändert hat, ja. Der erste Gegner, der mir nicht gefällt, in Anführungszeichen. Hi. Sir, allow me to assist you. Stay back, scoundrel. This is no place for a traveler. What a boneheaded thing to do. You could have gotten yourself killed, laddie. And in my house too. This is your abode? I know of a much safer place. Wish us? You pulling the wool over me eyes, laddie? No, it is a safe place for many. A place free of scourge. For now, at least. Aye, I've heard whispers of it. But only whispers. Gives me the shivers it does. How do I know that I can trust you and the words you speak? You aren't one of those things. Perhaps you're concealing yourself. It's exactly the manner of deception I'd expect. You could be after me artifacts. Technology many would marvel at. I assure you, I am merely seeking to find my way,
I suppose it's the best offer I'll get. Aye, be seeing you at the manor. Wann habe ich Ihnen gesagt, wo es hingeht? Woher weiß ich das überhaupt? Ich meine, gut, wir werden hier mehr oder minder reingeworfen. Ich habe keine Story, zumindest ohne jetzt Steam aufzurufen, habe ich keine Story. Insofern ist das schon okay, dass ich nicht weiß, was hier abgeht. Außer, dass wir scheinbar eine Infektion haben, gegen die wir vorgehen. Ah. Moment, das ist. Kann sein, das ist eine Ebene unten, ne? Ah, cool. Ich glaube zwar nicht, dass ich da gerade sein will, aber dann wiederum, ich weiß nicht, wo ich sein möchte. Also bisher. Oh, hi. Nettes Schwert. Ah. Ich wollte gerade irgendeinen Witz anbringen, sowas von wegen. Ist das ein Schwert in deiner Hand oder bist du nur froh, mich zu sehen? Aber. Da war es dann plötzlich weg. Oh, das war mal ein Hund. Ah, ne, Grafik gefällt mir schon mal sehr. Die bedrückende Musik, die einfach nur unterstützend im Hintergrund ist, gefällt mir sehr. Gegnerdesign sieht sehr, sehr schön aus. Also, vorausgesetzt man mag komische, hässliche Endzeit. Ah, nein, 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 nein. Komische Endzeit-Dinger. Ah, infizierte Hunde, komische Kinder, die mich umbringen wollen. Solche Geschichten. Na, dann ist man hier, glaube ich, sehr gut bedient. Und jetzt könnten wir per Schnellreise dahin. Also eine Karte gefällt mir sowieso immer in solchen Spielen. Gerade weil sie immer auf Ebenen aufbauen, ist das ganz schön, eine Karte zu haben. Au. Ah, dann hätten wir was vernichten können. Hm. Wette des Spielers. Aha. Ja. Nicht mehr ganz so viel haha, als ich dann doch in ihm drin stand und Schaden genommen habe, aber da hinten sah das wie ein schöner Tanz aus. Und dann habe ich auf die Fresse gekriegt, ja. Unnötiger Finish him. Brutality, Fatality, wie auch immer. Ja, naja, gut. Ihr habt ein Problem, dass ich stehe zu nah an Treffpunkten, heißt. In einem Grund kann ich von da angreifen und nicht von der anderen Seite. Hey! Unnötige Brutalität! Und nein, das ist kein Minuspunkt. Das ist. Ich guck mir sowas gerne an. Fühlt sich. Gut gesprungen. Es fühlt sich zumindest relativ nice an, wenn man mal sowas triggern kann. Diese Pulver werden von Studenten der Alchemie an Institut Scientia unter der Anleitung von erfahrenen Wissenschaftlern hergestellt. Allerdings folgen sie ihren Lehren blindlings und wissen nichts von den alten Technologien, die ihnen zugrunde liegen. Keiner versteht den Prozess wirklich. Das Wissen ist der Zeit zum Opfer gefallen. Naja, es ist alte Asche. Ich meine, was willst du da wissen, ne? Und die Frage ist, was ist alte Asche? Ah. Mikrosgemurmel ist also das, was wir. Ah. Ist das, was wir
Das war der falsche Knopf. Ich muss es auch lernen, aber wenn ich es mal spielen würde als Hauptspiel oder so. Eine Pistole mehr, dementsprechend auch keine Kosten mehr. Allerdings wird Fokus auch nicht hergestellt, indem ich heile. Interessant. Das war mega schlecht. Aber ich will einfach nur mehr noch von der Welt sehen, bevor wir schon wieder sagen müssen, adieu. Also ich sage müssen. Dabei mache ich das ja selber einfach so. Ich habe festgelegt, ich spiele sowas eine halbe Stunde und dann können wir uns ein Urteil bilden. Okay, ihr seid also Fokus Wiederherstellungspunkt. Aber einfach nur dafür seid ihr da, für nichts anderes. Interessant. Das wird die Tür öffnen. Wunderbar. Wenn ich nicht lang genug charge, mache ich nichts. Also nichts Vernünftiges zumindest. Oh. Ah, die hinterlässt auch. Naja, Blutgeblubber, wie auch immer, auf dem Boden. Das ist nicht gut. Das ist nicht für mich. Das hat den Aufzug jetzt endgültig aktiviert. Gut. Eigentlich. Ja, ist das Verbindungsstück nach da oben. Das ist gut. Die Tür dürfte jetzt offen sein, die da eingehen. Achso, steht als offen. Ja, ja. Okay, cool. Custom Pins übrigens, finde ich, ist auch eine gute Sache. Weil ich so wenig. Also ich in solchen Spielen renn rum und. Etwas hat sich verändert. Ah. Und die Chance ist teilweise relativ groß, dass ich, nennen wir es mal, unterwegs dann vergesse, was wo war oder wo irgendwas war, was ich vielleicht irgendwie mal machen wollte. Das ist schon sehr gut, sowas zu haben. Au, wow, wow. Heilung dauert ein bisschen länger, als sie manchmal lieb ist. So fühlt sich das also an, wenn man auf einmal wieder da ist, wo man eigentlich schon mal war und nicht unbedingt noch mal sein wollte. Na gut. Wir spawnen Gegner sofort? Nee. Das ist eine Lektion, die ich gut finde. Gegner sollten nicht zu schnell respawnen. Liebe Kollegen, wie Sie sehen können, misst die Flügelspannweite dieses kalten etwa 5,5 Meter, was einen stabilen Flug ermöglicht. Die anderen, die wir geborgen haben, haben jedoch eine verfrühte Flügelstruktur. Ich glaube, dass wir es mit einem rätselhaften Entwicklung aufgrund der jüngsten Mutationen zu tun haben. Wir haben ähnliche Effekte bei vielen infizierten Individuen festgestellt. Naja. Hallo, Frau. Ja, so kommt man gut gegen die an. Wunderbar. Taktik lernen, finde ich auch mal schön. Ist nur eine Kleinigkeit, aber wenn man weiß, wie man mit einem Gegner umgeht, das fühlt sich immer gut an. So. Und dann sind da diese kleinen Flohmänner. Oh mein Gott. Also ist egal, wie gut ich weiß, wie man mit denen umgehen kann, die nerven. Ist egal, in welchem Spiel man sie trifft, Flohmänner oder Flohmänner-ähnliche Kreaturen. Die Hölle. Verdorbener Stern.
Die Verwendung und das Studium der verdorbenen Sterne wurden von ätherischen Orden aufgrund ihrer ursprünglichen Verbindung zu den Töchtern der Nachtflut als verboten betrachtet, bis sie von einer Gruppe von Wissenschaftlern wiederentdeckt wurden, die in Erlim unter dem Schutz der Black Hall Zuflucht vor dem Orden suchten. Es gibt Mächte, die zu groß sind, um sie zu verstehen, aber bösartig genug, um den Verstand derer zu zerstören, die glaubten, sie kontrollieren zu können. Eine Waffe, oder? Nein. Eine Waffe? So eine Waffe. Okay. Entfesselt ein Stern aus dunkler Energie, der Feinde schädigt. Okay. Achso, ich sollte. Oh. Er sieht noch nicht perfekt aus, der Stein, den würde ich noch ein bisschen bearbeiten. Aber gut, Hindernis. Keine Musik heißt Bosskampf. Ah. Ah, nein, das ist einfach nur ein gruseliger Friedhof in einem Spiel mit haufenweise Vampiren, Zombies, Infizierten, was auch immer. Mondsilberstein. Silberstein? Ah. Ah, verbessert Waffen. Interessant. Ein Mineral, das aus der Plünderung der antiken Gebäude von Mithringal und seiner Umgebung stammt. Ah. Werde ich jetzt auf dem Rückweg attackiert? Fragezeichen? Wink, wink. Nö. Okay. Ja, minimal enttäuscht. Ich hätte gerne noch einen Boss gesehen, der mich irgendwie zu Tode prügeln will oder so. Aber, naja. Da kann ich alles haben. Da sind wir auch noch nicht lang gegangen. Also, weiter geht's. Dann haben wir es wieder, die Rolle, so mächtig sie einem auch vorkommt, kann ich zum Beispiel nicht durch Bodengefahr rollen, ich kann nicht durch anstürmende Gegner rollen. Schwierig. Hi. My apologies. Yet I cannot help but notice your anguish. Not anguish, but an acceptance of the truth that has evaded me for so long. Tell me, what are you? Eric. I know whom you are, but what is your purpose here? Prayer. Yourself? To mourn. Seek refuge. Many here do. It's a place of acceptance, finality, forced upon us by the people up high to save themselves from ailment. Oh, der ganze gefühllose Mann-Teil und so kommt noch? Ah. One who will doom us all. So, I have accepted my fate and became familiar with where I am destined to be, right here. I cannot continue my life until my husband is at peace. This is impossible without the flowers only found in the Sea City. I fear I will never be able to place them here with my beloved. It is a dangerous path. But one your strong heart can sustain. Will you bring them to me, Eric? Nebenquests, gut.
zu gelierte Türen. Ich bin mir nicht sicher, was ich da gerade gesehen habe als Tür, aber sie ist zu. Ah, ich hasse euch so, Männer. Ich hasse euch so sehr. Ich hasse euch noch mehr, weil ich da jetzt nicht hochkomme. Also ja, wir haben Nebenquests, wir haben eine schöne Metroidvania-Karte, wir haben mehrere Waffen, Artefakte, Fernkampf, Nahkampf, mehrere Klassen, natürlich je nachdem, wen man nimmt, nehme ich an. Kann das Spielerlebnis dann doch leicht anders werden, also... Guck mal, ob ich noch einen Boss finde. Die halbe Stunde ist ja immer nur... Sag mal, ein Maß der Dinge. Das heißt nicht, dass wir dabei bleiben müssen. Bin interessiert daran auch, wie das hinterher mit den... au. Mit den Heil-Items sein soll. Weil... Jetzt habe ich zwei. Zwei ist nicht viel. Also quasi die Frage, ob das hinterher wie Bloodborne wird, wo man hinterher die Heil-Items farmen musste. Da sind noch zwei weitere Ketten übrig. Oder machen sie es anders? Ich bin sehr interessiert daran, wie das dann werden soll. Animation-Canceling finde ich auch sehr schön, also, ne, ich will angreifen, aber entscheide mich anders und kann dann auf einmal rollen. Das macht das Gameplay sehr schön schnell. Ja, da ist noch eine Kette. Also ich würde gerne... Ich glaube, das setze ich mir jetzt als Ziel. Ich würde gerne sehen, was hinter dieser Tür da oben ist. Ich nehme mal an, die andere Kette ist irgendwo weiter oben. Ja, nein. Obwohl, das ist auch, oder? Wenn da nichts dahinter ist, dann sollte ich jetzt eigentlich rüberspringen können, aber... Über sowas reden wir hier nicht. Wir springen nicht über Ketten. Wir machen sie kaputt. Naja, und die Techniken regenerieren Fokus. Gut zu wissen. So, letztes Mal sind wir unten lang. Jetzt gehen wir oben lang. Oh, mehr Heilung. Bitte. Ja, wunderbar. Etwas hat sich verändert. Jetzt bin ich gespannt. Was befindet sich hinter dieser mysteriösen Kettentür? Stay away from me. Please no. Keep back. I can't. I have found it. Stay away, please. I have finally done what I sought out. I will not let you do this to me. I know your soul. One of a cursed man who destroyed the life I had. Das ist ein großes Schwert. Oh, und das ist das... Oh, ich wollte wenigstens verrecken. Ah. Das sieht gut aus. Also, wow. Ja, doch, also... Ich hab da Bock drauf. Ich werde jetzt da noch ein bisschen rumklicken. Und hoffe, ihr hattet Spaß mit
The Last Faith. Der Beta. Probiert es selber aus, ist auf Steam momentan. Und das sieht verdammt gut aus. Das ist wie Bloodborne 2.0. Und das ist ein gutes. Also Bloodborne in 2D, das ist ein sehr großes Kompliment, gefällt mir sehr. Ja. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.